Und unsere Götter, die wir anbeten im Kapitalismus, sind Wachstum und Produktivität. Das sind unsere Götter. Beschäftigung durch Wachstum, das Mantra unserer Politiker. Beschäftigung gibt es nur durch Wachstum. Es muss immer mehr werden, immer mehr. Und das macht die Menschen glücklich und zufrieden. Immer mehr, immer mehr. Wir haben seit 25 Jahren eine Situation, dass wir in diesem Land mehr Dinge herstellen, als wir verbrauchen können. Wir schmeißen ein Drittel aller Lebensmittel weg, die wir herstellen. Wir schmeißen ein Drittel aller Medikamente weg, die hergestellt und verschrieben werden. Und es ist von allem zu viel da. Es gibt auch zu viel Geld. Das ist ja das Verrückte an der Wirtschaftssituation. Die einen sitzen da und kommen nicht klar und die anderen haben so viel Geld, dass sie nicht mehr wissen, wo sie es anlegen sollen. Auf der verzweifelten Suche nach Anlagemöglichkeiten ist ja so viel Geld weltweit unterwegs, dass diese Finanzprodukte erst erfunden worden sind. Der Zins ist doch am Boden. Und der Zins ist der Preis fürs Geld. Wer von einer Sache viel da ist, sinkt der Preis. Und die Zinsen sind auf dem absoluten Nullpunkt, außer für die Griechen. Und da sehen Sie, dass das alles völlig absurd ist und auch mit der Realität gar nichts zu tun hat. Es ist von allem zu viel da, aber wir brauchen Wachstum. Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird später stehen, zu viel war nicht genug. Die DDR war pleite, haben wir da gelacht, wa? Verglichen mit den Griechen und den Amerikanern war die DDR ein solide finanzierter Staat. Schauen Sie bitte mal die Staatsverschuldung an von damals und was wir heute haben. Das ist doch einfach nur lächerlich. Es geht ja auch gar nicht darum, wie viele Schulden Sie haben. Die Leute wollen doch ihr Geld gar nicht zurückhaben, die ihnen das Geld geliehen haben. Die wollen Zinsen. Wie viel Schulden sie haben, interessiert doch keine Sau. Das hat doch alles nichts mit Vernunft zu tun, meine Damen und Herren. Die Griechen haben pro Kopf 26.000 Euro Staatsschulden. Die Amerikaner haben pro Kopf 30.000 Euro Staatsschulden. Und jetzt hat Barack Obama einen Haushaltsplan vorgestellt für seine Amtszeit. In den 4 Jahren will er nochmal 15.000 Euro Schulden pro Kopf neu dazu machen. Das heißt, dann haben die Griechen hinter 27.000 Euro Schulden pro Kopf und die Amerikaner haben 45.000 Euro Schulden pro Kopf. Und wer ist kreditwürdig? Ja klar, die Amis. Denen müssen sie Geld leihen, weil die haben eine Armee. Die kommen sich das sonst holen. Und die griechische Krise ist richtig dran. Die müssen jetzt 10 Milliarden pro Jahr im Haushalt einsparen. Verglichen bei uns wären das 80 Milliarden pro Jahr. Stellen Sie sich mal vor, die würden aus unserem Haushalt 80 Milliarden rausstreichen, was hier los wäre. Und die Griechen müssen sich dran halten. Wenn die nicht jetzt jedes Jahr 10 Milliarden sparen, dann gibt es richtig Ärger. Ja, was passiert eigentlich, wenn die das nicht schaffen? Ich glaube, da müssen die Strafe zahlen. Wovon tun die das denn dann? Ich glaube, die Merkel wird denen das leihen, ne? Das ist alles so baller, baller. Barack Obama hat einen Haushaltsplan aufgestellt für seine 4 Jahre Amtszeit. Können Sie nachlesen. Er hat gesagt, im ersten Jahr mache ich 1.600 Milliarden Dollar neue Schulden. 1.600 Milliarden. So, im zweiten Amtsjahr mache ich nochmal 1.600 Milliarden Dollar neue Schulden. Im dritten Amtsjahr mache ich nochmal 1.600 Milliarden Dollar neue Schulden. Und im vierten Amtsjahr hat er gesagt, will er die Staatsschulden halbieren. Ja, erst im vierten Jahr, so lange braucht der Copperfield, um den Trick vorzubereiten. Der schönste Gag ist, wenn die sagen, die Staatsschulden werden halbiert, da wird überhaupt nichts zurückbezahlt. Da glauben sie ja, da wird was zurückgezahlt. Nein, Staatsschulden halbiert heißt, die Neuverschuldung wird halbiert. Der Barack Obama verspricht, er macht im vierten Jahr seiner Amtszeit nur noch halb so viel neue Schulden, wie jeweils in den ersten 3 Jahren. So einen Diätplan müssen Sie mal mit Ihrem Arzt aufstellen. Sagen Sie, ich nehme auch im vierten Jahr noch nicht ab, aber ich nehme im vierten Jahr nur noch halb so viel neu zu, wie jeweils in den nächsten 3 Jahren. Und dann diskutieren die in der Medizin, wann man hirntot ist. Es ist großartig. Die Höhe der Schulden spielt keine Rolle. Die Frage ist, ob sie noch frisches Geld kriegen, um die Zinsen bezahlen zu können. Ja klar, und wenn die Amerikaner überhaupt nicht mehr genug Kredite kriegen, dann drucken die einfach Geld. Wir drucken jetzt auch Geld in der europäischen Währungszone. Die Amis drucken Geld ohne Ende, seit 2 Jahren schon. Wenn die DDR damals Geld gedruckt, hätten sie gesagt, das ist doch Spielgeld. Was wollen denn damit? Die Amis drucken jetzt auch Spielgeld. Der Dollar ist fast gar nichts mehr wert. Nur sie kaufen den Amis den Dollar ab für ihre Altersvorsorge. Toll, toll, toll. Die Rentenlücke, das ist ein Riesenthema. Weil wir wissen alle, die umlagefinanzierte Rente ist nicht bezahlbar. Hat man uns eingeredet, ne? Deshalb haben Sie eine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Dass Sie die komplett verlieren können, das spüren Sie gerade im Augenblick, ne?
Alles, was Sie gespart haben, kann morgen kaputt sein, meine Damen und Herren. Alles kann kaputt gehen. Ihr Haus kann seinen Wert komplett verlieren. Ihr Haus ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen, wenn Sie es verkaufen müssen. Wenn Sie Pech haben, leben Sie an einem Ort, wo es keine Arbeit mehr gibt und ihr will da keiner mehr hin und da können Sie Ihr Haus aufessen, sonst nichts mehr. Weil Sie müssen ja flexibel sein und woanders hingehen. Und Ihr Haus können Sie zurücklassen. Das ist überhaupt nichts mehr wert. Das Einzige, was nicht kaputt gehen kann, ist die umlagefinanzierte Rente, die Sie uns kaputt geredet haben. Die kann nicht kaputt gehen. Die hat alle Crashs des letzten Jahrhunderts überlebt. Man muss diese Rente nur endlich mal verstehen. Umlagefinanziert heißt eben nicht, Sie zahlen 30 Jahre in eine Kasse ein und kriegen das dann verzinst wieder. Umlagefinanziert heißt, das, was diese Gesellschaft in diesem Jahr erwirtschaftet, das wird umgelegt. Nicht im Sinne von getötet, sondern im Sinne von verteilt. Wir können immer nur das umlegen, was da ist. Das ist das eigentlich sich vernünftige Wirtschaften. Das kann mal ein Jahr weniger sein und mal ein Jahr mehr. Aber es kann nie ganz weg sein. Auch nach der nächsten Krise wird noch was erwirtschaftet. So, und das verteilen wir auf die, die es erwirtschaften, auf die, die noch zu jung sind, um es zu erwirtschaften und auf die, die schon zu alt sind, um es zu erwirtschaften. Und in dem System, wenn Sie 80 Jahre werden, haben Sie 20 Jahre profitiert, haben Sie 40 Jahre draufgezahlt, wieder 20 Jahre profitiert. Gerechter geht es gar nicht. Und es würde auch wunderbar funktionieren, wenn sich alle mit allem, was hier erwirtschaftet wird, daran beteiligen. Das System funktioniert deshalb nicht, weil in Deutschland haben die Ärzte eine eigene Altersversorgung, die Architekten haben eine eigene Altersversorgung, die Anwälte haben eine eigene Altersversorgung, die Beamten haben gar keine Altersversorgung und die Politiker auch nicht. Alle, die ein bisschen mehr verdienen, haben sich im System schon mal komplett ausgeklickt. Und 27% der Deutschen zahlen überhaupt noch in diese Systeme ein und davon sollen fast 70% hinter eine Rente bekommen. Das kann natürlich wirklich nicht funktionieren. Wenn aber das Bruttosozialprodukt gestiegen ist und der Anteil der Leute, die für Lohn arbeiten, immer kleiner wird, dann muss man eben alles, was hier erwirtschaftet wird, mit ranziehen. Und das geht auch. Natürlich geht das. Die Schweiz macht das doch auch. Ja klar, die Schweiz macht das ja, weil sie nicht rechnen können. Hm? Die haben die umlagefinanzierte Rente, weil die ein bisschen blöd sind. In der Schweiz zahlen sie von allem, was sie verdienen. Von Mieteinnahmen, von Zinsen, von Dividenden, von Spekulationsgewinnen und von Lohn. Von allem, was sie verdienen, zahlen sie in die Rentensysteme ein. Ein kleinerer Prozentsatz als hier, aber eben von allem. Und davon können sie jedem eine Basisrente garantieren, von der man existieren kann. Das ist natürlich in der Schweiz nur möglich, weil die Schweiz ein sozialistischer Musterstaat ist. Sie ahnen das schon. Wenn Sie noch nie da waren, müssen Sie wissen, die Schweiz ist gesichert mit Selbstschussanlagen. Die Reichen müssen ständig an der Grenze mit dem Lasso eingefangen werden, weil die das Land verlassen wollen. Bei uns wäre das System gar nicht durchführbar. Wenn der Westerwelle in dieselben Systeme einzahlt wie seine eigene Putzfrau, da kriegt er so viel Pickel, da finden Sie den überhaupt nicht mehr wieder. Noch schöner ist, wenn Sie ihnen erzählen, dass die Rente, die wir hier haben, das Rentensystem sozial gerecht ist, weil ja jeder denselben Prozentsatz bezahlt. Die starken Schultern müssen mehr tragen, sagt die SPD ihnen ja immer. Krankenversicherung? Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung machen zusammen 20% vom Bruttolohn aus. Glauben Sie für alle? Glauben Sie lieber weiter an den Osterhasen. Wenn Sie 2000 Euro im Monat verdienen, zahlen Sie 20%. 400 Euro Sozialversicherungsabgaben. Wenn Sie 4000 Euro verdienen, brutto, zahlen Sie auch 20%. 800 Euro Sozialversicherungsabgaben. Wenn Sie 8000 Euro im Monat verdienen, was glauben Sie, was Sie dann zahlen? Auch 20%? Das wären 1600 Euro? Nee, nicht ganz. Sie zahlen 889,93 Euro. Höher steigt das nicht mehr. Das ist doch verblüffend, oder? Was die starken Schultern da alles tragen müssen. Wenn Sie 20.000 Euro im Monat verdienen, zahlen Sie auch nur 889,93 Euro. Das steigt überhaupt nicht mehr höher. Da können Sie verdienen, so viel Sie wollen. Das ist die Beitragsverbesserungsgrenze. Man kann das auch einen Schutzzaum für die Reichen nennen. Über 5.500 Euro zahlen Sie nicht mehr in die Rente, über 4.800 Euro zahlen Sie nicht mehr in die Krankenkasse ein. Wer 20.000 verdient, zahlt genauso viel wie jemand, der 5.000 verdient, in absoluten Zahlen. Nur der mit 5.000 zahlt 20% von seinem Lohn und der mit 20.000 zahlt nur 5% von seinem Lohn. Das ist die Gerechtigkeit unserer Systeme. Die starken Schultern müssen mehr tragen. Ja, Kaviar in der Tasche nach Hause, ist ja klar. Noch bekloppter ist die ganze Sache bei der Gesundheitsversorgung, meine Damen und Herren. Wenn Sie über 5.000 Euro im Monat verdienen, dauerhaft, können Sie sich privat versichern. Dann werden Sie belohnt. Sie verdienen 200, 300 Euro im Monat mehr als Ihr Kumpel und dürfen sich zur Belohnung billiger versichern, weil Sie ja mehr verdienen. Zum Ausgleich haben Sie eine bessere Versorgung, weil Sie ja weniger bezahlen.
Versuchen Sie mal irgendeinem Menschen, dessen IQ auch nur leicht über seiner Körpertemperatur liegt, zu erklären, was daran sozial gerecht sein soll. Aber Sie können in Deutschland das System tausendmal erklären. Der Deutsche immer sagt, das geht ja alles nicht. Die Rentenkasse, die Lücke bei der Rentenversorgung. Und dann hat der Deutsche Angst vor dem Scheitern der Regierung. Dann machen Sie das wieder verrückt, ne? Wenn jetzt die Koalitionsverhandlungen sich zu lange hinziehen, und dann kommt wieder das Gespenst von Unregierbarkeit und den Weimarer Verhältnissen. Ach, sei der Deutsche um Himmels Willen, dann habe ich hinterher gar keine Regierung. Das ist noch schlimmer als eine Scheißregierung. Das will ich nicht. Gar keine Regierung gibt es nicht. Irgendwas geschäftsunfähig Führendes bleibt immer im Amt. Fragen Sie die Hessen. Oder fragen Sie mal die Italiener. Die Italiener haben seit 63 Jahren keine Regierung. Die müssen auch jeden Morgen aufstehen und gucken, wie sie irgendwie klarkommen. Und die Italiener, die sind wenigstens nicht so blöd wie wir. Die haben das alles längst geschaut. Die Italiener sagen schon seit Jahren, die Pampelmuse im Parlament, die haben sowieso nichts zu sagen. Wie es mir geht, wird der Italiener immer erklären, bestimmen die Wirtschaftsbosse und die Mafiabosse in diesem Land. Die bestimmen, wie es mir geht. Und deshalb waren die Italiener jetzt konsequent. Die haben den reichsten Unternehmer des Landes mit den besten Kontakten zur Mafia zum Ministerpräsidenten gewählt. Nach dem Motto, wenn der uns eh regiert, können wir den auch wählen. Und der Berlusconi kann er machen, was er will. Der ist da komplett unumstritten. Versuchen Sie mal, die Italiener mit einer Dienstwagenaffäre in Wallung zu bringen. Da können Sie die deutsche Öffentlichkeit 3 Wochen lang mit beschäftigen. Da können Sie von Rente und Gesundheitsversorgung komplett ablenken mit der Dienstwagenaffäre. Der Italiener würde sagen, warum hat er nicht noch ein paar Nutten reingepackt? War doch Platz genug. Das finde ich. Ich finde das sympathisch. Ich mag Italien. Das ist offen, das ist ehrlich. Da kann man die Mafia auch Mafia nennen. Da muss man nicht verschämt Stromkonzerne sagen. Und dann hat der Deutsche Angst vor dem Aussterben. Wir sterben ja schon wieder aus. Ist Ihnen das eigentlich schon aufgefallen? Seit 10 Monaten sind die Zahlen dramatisch rückläufig. Das große Wiederaufforstungsprogramm von Frau von der Leyen ist gescheitert. Die Akademikerinnen-Wurfprämie ist verauspufft. Wir sterben wieder aus, jetzt kommen die Artikel alle wieder. Der demografische Faktor, wie soll es überhaupt weitergehen? Eines Tages sind wir nur noch 40 Millionen Deutsche. Was für eine Horrorvorstellung. Wissen Sie, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste, ne? Das sind Diskussionen. Was hat die Zahl der Menschen in einem Land mit der Lebensqualität zu tun? Bitte nicht umgekehrten Schuh draus. Die machen immer die Umfragen in Europa. Wo sind die Menschen zufrieden, ausgeglichen, glücklich und fühlen sich ernst genommen und sicher? Es gibt 3 Länder, die stehen immer an der Spitze bei diesen Umfragen. Die skandinavischen Länder, ne? Schweden, Dänen, Norweger. Das sind die Länder mit der geringsten Bevölkerungsdichte und dem höchsten Steuersatz. Das, wovor wir am meisten Angst haben, das macht glücklich. Toi, toi, toi. Aber wir haben Angst vor dem Aussterben. Sagt der Deutsche, ach, wie soll die Welt ohne Deutsche leben? Hat der Afrikaner schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, da wollen wir auch nicht mehr. Nein. Und da weiß der Deutsche nicht, wovor er mehr Angst haben soll. Muss er mehr Angst haben vor der Rentenlücke, vor dem Aussterben, vor dem Scheitern der Regierung, vor Al-Qaida? Was wäre das Schlimmste, was uns hier passieren kann? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über. Bis neulich. Vielen Dank.